Jo, Mianke hat hier mal ein Thema mit den Taub Eva Tegun. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in erklärt es ein sehr vernachlässigtes Thema von vielen Menschen, und besonders falls ich mir das so von der Mana-Welt. Und dort erst die Selbstbeherrschung. Welche Selbstbeherrschung sagt Galater Kapitel 5, Vers 22? Dort erst eine Frucht von Jesus. Und ich möchte kurz ein Ding dazu sagen. Solange ein Mensch nicht wahr geboren ist und nicht dem Geist Gottes in sich hat, dann wird diese Selbstbeherrschung nicht können leben. Tofern soll wieder zu Gor und Mana, wenn du wenigstens vergeben, bekehrten wahr geboren zu sein. In erklärt auch Sünde, wo wahre Geburten sind, der hat aber nicht diese Selbstbeherrschung. In welchem wann ein Mensch sich nicht beherrschen kann, dort ist ein sehr großes Übel. Wir sind ein großer Hinder zu unseren Früh, zu unseren Kindern, zu unseren Nobas oder in der Kirche oder wo immer wir sind, wenn wir uns nicht beherrschen können, dort ist sehr störend. Und der Apostel Paulus hat sogar von sich selbst auch sein, dass er seinen Leib beherrschen darf. Wenn wir in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 27 lesen, dann sagt er, dass er beherrscht seinen Leib. Und er darf den Knechten, also unter Kontrolle bringen, dass er nicht andere predigen darf, und aber selbst verwerflich ist. So, der Apostel Paulus redet davon, dass er sich beherrschen wird. Und ich sehe, du wen hast so Menschen dort, wo er die wahre Geburt nicht belebt hat, und nicht diese Früchte vom Geist in sich hat, große Schwierigkeiten mit sich beherrschen. Der Apostel Paulus sagt auch an einer anderen Stelle, dass am erst alles erlaubt, aber am soll nicht gefangen nehmen. Weil die Selbstbeherrschung, das ist ähnlich, wenn ich das mal so mit meinen Worten sagen, dann würde ich sagen, das ist eine Kontrolle über uns selbst. Weil uns selbst, das ist bei sehr vielen Menschen noch am Thron geblieben. Und ich weiß, dort uns selbst, der alte Mensch, sagen wir nochmal, der hat immer noch ein Verlangen, er ist immer noch geneigt zu dem Sinn. Dort Verlangen zu sinnen, haft uns aller Mensch. Gerade auch wenn wir Kinder Gottes sind, wo wir dort noch fehlen, dort uns Fleisch, unseren Körper oder uns Eck, dort erst noch geneigt zu sinnen. Aber die Bibel sagt, wir sollen nicht, weil uns Eck, uns aller Mensch, der wird bei der Bekehrung und wahre Geburt sehr wie ähnlich unter Tritt gegangen. Und uns, wir sind geistlich sehr wie begruft. Und aber wenn wir nicht über uns wirken, dann, wenn wir nicht wirken und abpassen, dann, dann wird immer dann merkt, wie dort der aller Mensch, der fangbare ist, über die zu kommen. Und der fangbare ist mehr Kontrolle entnehmen in unserem Leben. Und wenn man du nicht abhusten der dann hat einmal dann merkt einer, nu erst die, oh, nu haft die all ziemlich sehr gerötet Port, haft in unserem Leben wahre uns echte sein. Und das soll niemals es dort sein. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann soll der Herr Jesus die Kontrolle über uns haben. In uns echt, dort es unter Kreuz gebracht, wir sind begruft worden, und wir sind abgestunden zu ein neuer Mensch. Also, uns aller Mensch, der soll nicht mehr kontrollieren, der soll nicht mehr regieren. Und wenn uns aller Mensch regieren wird in unserem Leben, dann wollen wir sein, dann ist alles andere aus Selbstbeherrschung in unserem Leben. So, wir sollen ein neutrales, stabiles Leben führen. Ich weiß nicht, als jemand, ich glaube, die meisten von denen, die kann
in Thermostato empfortig. Dort Thermostato, dort in unser Fortier, in unser Traktor, dort, dort der Traktor keinmal sei er kalt und keinmal sei er heut ist. Der wird immer proben, eine stabile Temperatur den Motor zu geben. Und was ihr ähnlich arbeitet, unsere Selbstbeherrschung auch ein bisschen dort, das ist ein neutrales, stabiles Leben. Wir sind nicht von der Bitte gewöhnlich sehr abgespielt, nächste Mal ganz doll in unserem Leben, sondern wir sollen ein neutrales Leben führen. Also die Selbstbeherrschung, der ist sehr, sehr wichtig. Ein Mensch, wenn er diese Selbstbeherrschung nicht gelernt hat, dort ist es ein Vier, wo du bittere Kontrolle hast. Weil die in Vier kann sehr wichtig und sehr passend sein, wann das Apparat steht ist. Wenn wir zum Beispiel Vier in unserem Motor haben, dann geben wir uns die Kraft, dort wie verschiedene Arbeiten tun können, am Stab oder am Asphalt und so weiter. Oder wenn wir das Vier am Ofen haben, in Kerken anzuflechen, ans Meerach oder irgendwo. Dort Vier ist wichtig, aber wenn wir uns nicht selbst beherrschen tun, dort ist es ein Vier, wo du bittere Kontrolle hast. Oder Wutter zum Beispiel, das kriegst du dort, wie Brückenwutter, und Wutter ist sehr wichtig, das ist sehr passend, wenn du Stapeln so drehst, wenn man dann Wutter fällt. Aber dann mal einmal, wenn ich in Doll Wutter esse, dann kann Wutter auch zum Schaden führen. So wie uns beherrschen aus Mana, und so diese Frucht vom Jesus in uns Leben lohnen. Aber ich muss euch sagen, ich weiß, dass ein Mensch, wenn er die wahre Geburt nicht belebt hat, der konnte nicht in sich völlig regieren lassen. Der hat diese Frucht nicht. Und du weißt, muss ich der Jan, ja, ich würde ja auch einen kleinen Part von den Menschen, die hier in der Gruppe sind. Ich muss ihnen das jetzt sagen. Wenn du nicht Jesus Christus aus dem Radar angenommen hast in deinem Leben, dann sollst du die Entscheidung verarmen. Du sollst dein altes Leben um Kreuz bringen, du sollst dem Herrn Jesus deine Sündenschuld bringen, um Vergebung beten, und dann sollst du dort gerade der Erlösungswerk, wo der Herr Jesus um Kreuz ab Golgatha vor dich gebracht hat, dort sollen wir im Glauben für uns persönlich annehmen. Wenn wir dort tun, dann wo wir wahre geboren, dann wo wir nie geboren, zu einem Leben gehoben. Ich will dort, ich komme nach Gott von mir erinnern. Erst einmal, wenn ich in mein altes Leben wäre, dort ich sage dort, sei Gott, wo sei ich in viele Dinge zu kurz kommen. Und wo ich gekämpft habe, in Gebet habe, in geschafft habe, von Dingen loszukommen. In Amavara rutscht man in dieselbe Dinge. Man kann nicht frei werden von besseren Dingen im Leben. Aber der Heilige Geist mit einmal in uns der wahre Geburt wirkt, und wir nie geboren sind, zu einer lebenden Hoffnung, damit einmal, dann können wir auch so sein, aus der Schrift in Römer Kapitel 8 sein, der, ich wollte falsch hier mal lesen, in Römer Kapitel 8, Vers 2, du sagst dort den jesigen Gesatz, dort hat uns frei gemerkt. Ich wollte hier mal lesen, dort sagt hier, der Jesus, der durch Christus Jesus Leben jaft, hat mich durch sein Gesatz von der Sinn in den Tod sein Gesatz frei gemerkt. Und wird du wirst nicht davon merken, er konnte von der vielleicht viele Dinge rot geben, wo wir in unserem Leben handeln sollen, was wir tun sollen und so weiter. Aber wenn wir nie geboren sind, dann fehlt uns dort Allerwichtigste, dort wir nie Menschen wurden. Und dann, wenn wir erst nie Menschen geworden sind, wie die andere Natur gekriegt haben, dort ans aller Mensch gestorben ist und ein nie Mensch abgestorben ist, dann hat einmal dann, wo wir morgen, nun sie frei von der Sinn in der Sinn ihr Gesatz.
Solange uns wir dort nicht sind, dann wirst du immer wahrer morgen du Mords sündigen. Aus du wirst er nicht. Wir sind Sklaven für den Sinn, solange uns wir nicht zu Jesus Christus in den Sinn rekehren. So du wirst berg die Leute frei merken von dem Jesus, von dem Herrn Jesus, dort du kannst durch das Gesetz von dem, durch den jesigen Gesetz frei gemerkt worden, von dem Gesetz von der Sinn in dem Tod.